2022 ist auf jeden Fall ein sehr gefährliches Jahr und schwieriges Jahr zum Investieren. Dem richtigen Handeln und dem falschen Handeln. Was wirklich passieren wird, weiß kein Mensch. So dass ich in jeder Marktphase, bei jeder Assetklasse irgendwo ein bisschen mit dabei bin und auch mal abgesichert bin, falls mal irgendwas den Bach runtergeht. 2022 wird wahrscheinlich das schwierigste Jahr, um überhaupt irgendwie Geld zu investieren und das einfachste Jahr, um Geld zu verlieren. In diesem Video zeige ich dir einfach mal so die Möglichkeiten, welche es gibt, um sein Geld 2022 zu investieren, und am Ende zeige ich auch, welche Möglichkeiten ich davon in Erwägung ziehe, weil ich die für langfristig sinnvoll erachte. Es gibt halt sehr viele Probleme und Schwierigkeiten. Eines davon ist zum Beispiel, wir haben eine extrem hohe Inflationsrate. Das heißt, Geld auf dem Konto oder unter dem Kopfkissen oder wo auch immer, wird immer weniger wert. Also die Kaufkraft sinkt extrem krass ab. Gleichzeitig sind die Aktienpreise übelst hoch, also voll hoch halt im Verhältnis zu den Werten, die dahinter stehen, weil die Leute teilweise einfach da in die Firmen flüchten. Gleiche mit Immobilien. Immobilienpreise sind schon hoch. Bei den Immobilien gibt es zum Beispiel jetzt auch eine schwierige Situation. Die Zinsen wurden jetzt angekündigt, dass sie erhöht werden sollen, und dementsprechend erhöhen sich auch die Preise nicht mehr so krass. Es gibt halt einige Immobilienspekulanten, die gehen halt auf den Wertzuwachs oder sind in den vergangenen Jahren auf den Wertzuwachs gegangen. Da ist jetzt ein bisschen unklar, wird das so weitergehen oder nicht. Keine Ahnung. Klar, die Mieteinnahmen, die sind immer noch da. Und das sind halt so verschiedene Faktoren und Sachen, die gerade am Markt passieren, wo man halt drauf achten müsste. Also was kannst du 2022 machen unter Angesicht der aktuellen Situation? Welche Möglichkeiten gibt's? Also das verrate ich dir jetzt in dem Video. Ich habe mir zum Beispiel mal 2016, 15, so etwas war das, ganz am Anfang, als ich so angefangen habe, mich so intensiver mit Immobilien und so weiter auseinanderzusetzen, habe ich mir eine Übersicht erstellt, wie viel Prozent von meinem Vermögen will ich in welchen Assetklassen drin haben. Ganz wichtig, das ist hier keine Anlagenberatung oder so, ich sage einfach nur, welche Möglichkeiten es gibt, welche ich davon wähle und wie ich halt die Verhältnisse davon gestalte bei mir persönlich. Also ob ihr es genauso macht oder anders, ist es euch überlassen. 15% war so das Ziel in Cash, weil Cash ist immer wichtig, auch wenn es gerade entwertet wird. Manchmal muss man flexibel handeln können, deswegen Cash is King. Manche sagen, Cashflow is King und Cash is Trash, aber ein bisschen Cash braucht man auf jeden Fall. 25% hatte ich vor, so in Unternehmen zu halten, 45% in Immobilien, 5% in alternativen Investments, darunter habe ich so gezählt Kryptowährungen und irgendwie Schmuck oder sowas, Gold, weil so reale Assets, die man so anfassen kann, oder hier Tasse. Und zu guter Letzt 10% in Aktien. Und das ganze Verhältnis, das habe ich mir irgendwann mal zurechtgestellt und auch vorgehabt, so einzuhalten, aber das ist so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Also manche Sachen sind halt mehr ins Gewicht gefallen als andere. Deswegen ist da so eine kleine Disbalance drin zum ursprünglichen Vorhaben. Und ich finde die Zahlen eigentlich recht sinnvoll, muss ich sagen. Also Immobilien ist klar ein bisschen mehr so als Aktien bei mir, weil das auch so mein Kerngeschäft ist. Aber bei Aktien habe ich ja halt viel zu wenig drin. Ich habe fast gar nichts in Aktien investiert. Und für 2022 habe ich mir vorgenommen, dass ich halt die Verhältnisse so ein bisschen ausgleiche. Jetzt gehe ich mal auf die Assets ein, also welche es so gibt, welche ich habe und welche ich vielleicht ein bisschen rebalancen will. Das erste wäre jetzt mal Aktien. So, Aktien ist das Einfachste, was man sich kaufen kann. Einfach Online-Broker anmelden, zack, Geld drauf überweisen, Aktie holen und erledigt. Da habe ich zum Beispiel gar keine Ambition, mich so richtig intensiv mit der Materie auseinanderzusetzen. Deswegen habe ich einfach MSCI World geholt. Da gibt es so synthetische MSCI World Produkte oder halt auch real hinterlegte. Da müsst ihr euch vorstellen, das kauft halt einfach so ein Unternehmensportfolio von den besten 100 Unternehmen oder sonst was. Da gibt es so verschiedene Kategorisierungen. Ich habe einfach World komplett, und da ist halt einfach alles dabei, was halt eigentlich ganz gut läuft, so, weil das sind die besten, größten Firmen drin. Das Ding ist, wenn man da jetzt sagt, okay, ich möchte da 100.000 Euro reinstecken, gibt es so einen Trick, wie man halt einen relativ guten Kurs erwischt. Also den besten Kurs ganz unten, das schafft man eh nicht. Verkaufen ganz oben schafft man auch nicht für gewöhnlich. Deswegen ist es eigentlich so das Beste, wie ich das immer mache, um halt auch mein Gewissen zu beruhigen. Ich sage zum Beispiel, okay, dieses Jahr jeden Monat 5.000 Euro in Aktien reinballern, und dann gibt es einen Dauerauftrag, wo immer zum ersten gekauft wird. Dann hat man den Cost-Average-Effekt und hat halt die Aktien schön zu einem Mittelwert eingekauft, hat nicht zu teuer gekauft, nicht zu billig gekauft, sondern einfach einen guten Kurs gehabt. Und das Wichtigste dabei ist halt, dass man das halt schön langfristig macht und nicht irgendwie mal kurz heute alles auf einmal rein, weil dann
Klar kann es sein, dass man übel Profit macht, es kann aber auch sein, dass man übelst Verluste macht und kann man ein bisschen auch ins Casino gehen damit, theoretisch. Pro, das ist halt eine gute Verifizierung zum Immobilienportfolio. Contra, ist halt alles EK, komplett Eigenkapital. Die zweite Hauptasset-Klasse, welche ich betreibe, sind Immobilien. Da gibt es halt verschiedene Strategien auch. Die eine Strategie, welche ich fahre, ist halt unternehmerisch, also Handel, Ankauf, Sanierung, Verkauf. Die andere Strategie ist Buy and Hold, also das Aktiending kann man jetzt eher mit dem Buy and Hold vergleichen und da einfach Wohnung kaufen, renovieren oder einfach nur vermieten, renovieren, vermieten oder einfach nur vermieten, um dann halt zu schauen, dass der Mieter quasi den Kredit abbezahlt. Dazu habe ich auch einige Videos auf dem Kanal schon veröffentlicht, wo ich verschiedene Objekte zeige, wie wir die so saniert haben, wie wir die dann zum Verkauf angeboten haben und auch ein paar auch Rechenbeispiele, wie es sich so ein vermietetes Objekt rechnet. Wenn du auch Immobilien hast, dann lass mich das mal in den Kommentaren wissen, in welchen Regionen Deutschlands du so investierst, welches so deine Favorites sind. Bei den Immobilien ist halt der große Vorteil mit am Start, wenn man da langfristig reingeht, hast du halt einen netten Hebel, dass man quasi ein bisschen Eigenkapital nur braucht und kauft eine Immobilie, die 10-mal so hoch ist wie das Eigenkapital. Bei den Aktien, wie zuvor erwähnt, dann brauchst du halt komplett Eigenkapital. Auf Kredit Aktien kaufen, muss man mal gucken, ob man das macht. Ein großes Risiko, welches man aktuell hat, ist halt das Geld einfach auf dem Girokonto rumliegen zu lassen. Das ist so die Opportunity, um sein Geld zu verlieren. Denn man muss sich das so vorstellen, es gibt halt Geld, Menge so, du hast davon einen Teil und es gibt immer mehr irgendwie die nächsten paar Wochen, Monate, Jahre, Tage. Und dadurch ist dieser Anteil, welchen du hast, weniger wert, weil es immer mehr gibt. Und wenn man das halt dementsprechend investiert in verschiedene Assetklassen, ist man der Inflation wird die Inflation vielleicht ein bisschen ausgehebelt, reduziert und hat aber auf der anderen Seite natürlich halt auch das Risiko, dass man irgendwie ein Flop-Investment macht, dass halt das Investment hops geht. Und das andere ist halt so so der stille Raub, es wird immer ein bisschen was gezogen. Bei den Investments kann es halt hochgehen, es kann aber auch mal runtergehen und wenn man da aber langfristig drinnen bleibt, bei Aktien oder beim DAX zum Beispiel, wenn man da sehr langfristig drin bleibt, gibt es kaum Zeitpunkte, wo man mit Verlust rausgekommen ist. Deswegen sind so die Cost-Average-Effekte beim Investieren, wenn man risikoarm investieren will, die besten, wo man eigentlich fahren kann, meiner Meinung nach. Was auch noch eine Asset-Klasse ist, die richtig, richtig high performed hat in der letzten Zeit, und zwar sind es so Sachen, die man anfassen kann, wie zum Beispiel Uhren, Goldbarren oder Autos auch. Autos, also bei Autos ist zum Beispiel sogar so, es gibt teilweise Autos, die kauft man neu und wenn man die weiterverkaufen würde, würde man direkt mehr bekommen als der Neupreis, weil die einfach nicht lieferbar sind, die Dinger. Also Autos, Lieferbarkeit schwierig. Also zum Beispiel, was ist so ein krasses Beispiel? Also zum Beispiel ein GT3, Porsche 992 GT3, wenn man da einen bekommt vom Händler direkt, dann kann man den theoretisch direkt weiterverkaufen mit einem kleinen Gewinn. Es ist kein übelst großer Gewinn, aber ein bisschen was geht. Und wenn man mal so rücküberlegt, früher war es halt so, Auto kauft man, hat man direkt 30% Wertverlust. Das trifft gerade irgendwie nicht mehr so zu. Bei den großen OEMs in Deutschland, also Mercedes, Audi, BMW und so weiter, da haben sogar die Mitarbeiter teilweise Probleme, für sich selber Autos aus dem Pool zu kaufen. Es gibt immer einen Pool an Autos, der halt so da ist bei der Firma, da können die Mitarbeiter sagen, das Auto will ich haben. Und dann kriegen die halt ein Auto daraus und können das halt privat fahren, kaufen das der Firma quasi ab. Und es war in der Vergangenheit immer gängig, dass man als Mitarbeiter so an ein Fahrzeug kommt, welches bereits konfiguriert ist, relativ neu ist und das zu einem sehr ordentlichen Preis. Komplett leergefegt, so. Da gibt es gar keine Autos mehr intern, dass da gar nichts mehr vorwärts geht, weil einfach viel zu wenig Autos produziert werden können. Das ist halt auch so ein Thema, wo man auch noch ein bisschen vielleicht Geld reinstecken kann, so irgendwelche Assets, also wenn man ein bisschen größere Sachen investieren möchte, ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat, gibt es halt verschiedene Automodelle, die sich rechnen, gerade Uhren sind auch teilweise sehr sinnvoll zu investieren. Ich zum Beispiel hätte nie gedacht, dass man mit Uhren irgendwie Gewinn machen kann mit einem Wertzuwachs von der Uhr, bin ich ganz ehrlich. Jetzt habe ich mir auch mal eine geholt und habe jetzt irgendwie schon 20-30% plus gemacht mit diesem Modell. Aber auch hier gibt es das Risiko von den neuen Uhren, die halt schwer zu bekommen sind, die mehr wert sind, wenn man sie weiterverkauft, weil man eine hat. Ja? Da weiß man aber nicht als
Eigentümer wird irgendwie vielleicht mal die Verfügbarkeit steigen, dann fällt natürlich auch wieder der Wert an, wenn man leichter rankommt beim Händler, da zahlt man ja weniger. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, so was zu kaufen, was halt schon ausgelaufen ist an der Produktion, das heißt, es gibt es nicht mehr neu. Und dementsprechend ist auch ein bisschen so ein Seltenheitsfaktor mit dabei und das ist halt garantiert, weil es wird nie mehr gebaut. Und das gleiche gibt es halt auch bei Autos, kann man gucken, ob man da irgendwie rankommt. Wenn ihr da irgendwie noch Tipps und Tricks habt, wie man irgendwie so Uhren kaufen kann, die sehr gefragt sind zu anständigen Preisen und wie das so abläuft bei so einem Händler, haut's raus in den Kommentaren, bin ich auf jeden Fall dran interessiert. Also wenn ihr jetzt ganz risikofreudig seid, dann wisst ihr natürlich wahrscheinlich, was jetzt kommt. Und zwar Kryptowährungen. Mit Kryptowährungen kann man echt richtig fast Cash machen, wenn man zum Beispiel in einen ICO investiert, also frühzeitig in irgendeine Kryptowährung rein, die es noch gar nicht gibt, die bald rauskommt, und da kann man sehr viel Multiples rausholen oder halt einfach nichts mehr, deswegen High Risks, kann halt alles weg sein. Aber das wird halt richtig viel. So bei den größeren Kryptowährungen, da kann man sicherlich auch das ein oder andere Geld reinstecken. Das Sinnvolle ist halt daran, dass es eine geringe oder eine limitierte Anzahl gibt. Also Bitcoin zum Beispiel gibt es halt eine gewisse Anzahl, die nie mehr erhöht wird. Also es gibt halt die Anzahl und die ist fest. Bei Euro, US-Dollar, Schweizer Franken, da gibt es halt einfach so einen Drucker, da kommen immer mehr raus. Aber wie viel kommen da insgesamt raus, weiß kein Mensch. Bei Bitcoin weiß es jeder, denn es ist eine Zahl, die bekannt ist. Bei den Krypto-ICOs ist es halt ähnlich wie bei einer Rolex. Wenn man eine Rolex kaufen will beim Händler, dann gibt es halt irgendwie 1000 andere, die wollen das auch. Und wenn man in so ein ICO also richtig früh rein will, gibt es wahrscheinlich auch 1000 andere, die wollen das auch. Und da muss man halt sich schon ein bisschen reinfuchsen, wie man da reinkommt und kann durch vielleicht den ein oder anderen Kontakt da vielleicht mal ein Ticket bekommen. Aber High Risk, habt das immer im Hinterkopf. Bei den etwas größeren Kryptowährungen, wenn man da dran glaubt und langfristig vielleicht auch mal ein bisschen was reinstecken will, würde ich persönlich das Gleiche machen wie bei Aktien. Entweder halt mal ein bisschen Risiko, einen Betrag mit einem Risiko einzahlen, wenn man denkt so, hey, gerade steht der Kurs ganz nice, ich baller rein. Oder halt einfach über den Cost-Average-Effekt monatlich einfach Geld drauf überweisen und das geht manuell. Oder es gibt auch verschiedene Anbieter, wo man dementsprechend so einen Dauerauftrag reinstellen kann, wo es dann einfach immer einzahlt. Da habe ich zum Beispiel Folgendes gemacht. Ich habe Ethereum gekauft und Bitcoin gleichzeitig, gleiche Menge. Und wenn ich nachgekauft habe, habe ich immer geschaut, was ist mehr, was ist weniger. Das war 50-50 mein Verhältnis. Damals ist es jetzt gerade ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, weil das eine ist höher als das andere gegangen und dementsprechend werde ich jetzt demnächst wieder nachkaufen und das Ausgleichen, das Verhältnis wieder 50-50 ist. Da glaube ich halt auch dran und kaufe da langfristig. Wenn der Kurs runter geht, dann kaufe ich einfach weiter, wenn er hoch geht auch, und ab und zu kaufe ich halt so, dass die Verhältnisse sich ausgleichen. Dementsprechend, ja, who knows, was passiert. Ich habe keine Glaskugel, aber ich bin auf jeden Fall dabei, wenn es durch die Decke geht. Wichtig ist, dass es natürlich ein komplettes Risiko ist. Es war nur der Bestandteil von den 5%, die ich investiere in alternative Investments. Es ist ein kleiner Teil davon Kryptos, der andere Teil war Uhren und was weiß ich. Und dementsprechend würde ich euch auch empfehlen, dass ihr da immer die Risikowarnung im Hinterkopf anhabt. Grundsätzlich ist ja so, bei jedem Immobilieninvestment oder Aktieninvestment gibt es immer einen Wert, der vorherrscht. Bei Uhren, Aktien, Immos, Krypto, alles hat einen Wert, der vorherrscht. Und grundsätzlich kann man sagen, bist du gut connected in der Branche, kannst du davon profitieren. Also bei Aktien jetzt weniger, weil da ist ein Kurs, der ist $100, du kaufst für $100. Bei Immobilien ist so, da ist eine Immobilie, die kostet $100,000 oder ist, sagen wir so, die ist $100,000 wert. Du bist gut connected in der Branche, kriegst mal eine, die 100.000 wert ist für 70, zahlst nur 70. Wenn du schlecht connected bist und einfach den ersten Schuss kaufst, den du siehst, zahlst du 120. Das ist schon so ein riesen Vorteil, den es gibt bei Immobilien, zusätzlich zum Fremdkapital. Du bekommst nicht das, was es wert ist, sondern du bekommst immer das, was du verhandelst. Das ist halt das bei Immobilien das Geile. Gleiches gilt bei Uhren und bei Kryptos ein Stück weit, also bei den ganz normalen Markttradings ist halt so, wie bei Aktien kaufst du einfach, was ist es wert, zahlst einen Preis, bam. Bei irgendwelchen Early Stage Investments kann man natürlich auch ein bisschen früher reinkommen und dann einen anderen Kurs erwischen. Geht bei Aktien auch, wenn eine Firma an die Börse geht, aber das ist halt ein viel größerer und übelst regulierter Prozess, sodass man da jetzt als Laie nicht so einfach rankommt. Eine weitere Asset-Klasse, die bei mir ein relativ großer Bestandteil
hat, ja, das sind die Unternehmensbeteiligungen, und zwar gibt es halt zwei Firmen, die ich da wesentlich mal sagen würde. Also Immobilienbestand ist privat hauptsächlich, deswegen zähle es da nicht jetzt mit rein. Eine ist halt die Immobilienhandelsfirma, also wir kaufen Wohnungen, sanieren die, verkaufen die, und die hat natürlich auch einen gewissen Firmenwert mittlerweile, weil wir relativ guten Dealflow haben, echt viele Objekte kaufen, verkaufen und auch ein gutes Standing so in der Branche, dass wir da auch teilweise echt frühzeitig an Objektangebote rankommen, wo ich echt sehr dankbar dafür bin. Das zweite ist der 7plus Club, das ist eine digitale Immobilientransaktionsplattform für institutionelle und größere Investoren, also Privatiers und so weiter. Die hinterlegen dort ihre Ankaufsprofile, was suchen die genau für Immobilien, und auf der anderen Seite sind die Verkäufer, die dementsprechend die Deals haben. Das sind, können Privatpersonen sein, es können Fonds sein, es können Makler sein, die einfach eingeben, was sie verkaufen möchten. Der 7plus Club vergleicht jetzt Käufer mit Verkäufer, und dementsprechend gibt es dann halt eine Liste, welche der Verkäufer angehen kann mit seinem Deal, und das Objekt wird niemals online gestellt, denn das wird direkt angeboten. Der Verkäufer bietet dem Käufer off-market und diskret den Deal an, ab 1 Million Euro aufwärts. Warum ist das so ein wichtiges Unternehmen für mich und tatsächlich auch meine Haupttätigkeit aktuell, mit der ich mich sehr, sehr viel und würde ich sogar sagen am meisten beschäftige? Das ist einfach ein Tool, das den sehr nachgefragten Immobilienmarkt bedient, und dementsprechend kann man damit relativ gut weiterkommen. Und wir haben hier auch gesehen, es gibt einen riesen Bedarf am Markt. Also es gibt sehr viele shady Objekte und viele schwarze Schafe in der Branche, die wir hiermit alle ausfiltern wollen. Ist ähnlich wie die Jeanshosen, die eine große Brand, die fast jeder kennt, die ist auch groß geworden damals beim Goldrausch. Die haben ein Tool gebaut für die Goldrausch-Leute, wir bauen ein Tool für die Immo-Leute, genau. Und dementsprechend schaffen wir hier einen Mehrwert, der hoffentlich langfristig erfolgreich wird. Zurück zur Asset-Klasse, also Unternehmen ist halt ein wichtiger Punkt im Vermögensaufbau, weil es halt einfach aktiv beeinflusst werden kann und skaliert werden kann, Aktien, Immobilienbestand und so weiter. Ist halt eher ein bisschen passiver, natürlich das eine mehr passiv als das andere, aber bei Unternehmen kann man halt richtig reinballern, genau. Also wenn dir das Video gefallen hat und du noch keinen Daumen da gelassen hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du einen Daumen nach oben da lässt. Ergänz mir gerne noch irgendwelche Investments und Asset-Klassen, die ich jetzt nicht erwähnt habe, wo du sagst, so, hey, da bin ich schon länger mit drin, bin da reingefuchst und würde es eigentlich ganz cool finden, wenn du es auch noch, Fabian, bei dir ins Portfolio mit aufnimmst. Bin offen für neue Vorschläge und natürlich auch für irgendwelche Verbesserungen. Wenn ihr sagt, so, hey, das und das und das würde ich an deiner Stelle mal anders anschauen, haut's raus, ich gucke mir es gerne an und gebe mal Feedback dazu.